Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute zeige ich dir diese Schäfchen. Kuschelschäfchen, Kuscheltiere zum selber stricken und dann das gestrickte Schäfchen verfilzen. Schritt für Schritt in der genauen Anleitung. Hier siehst du verschiedene Schäfchen in Schwarz-Weiß, ganz in Weiß, bestickt oder unbestickt. Das liegt dann ganz bei dir. Wie das geht, ganz genau siehst du bei mir. Und dann hoffe ich sehr, die Idee gefällt dir und du möchtest erfahren, wie man selber so ein tolles Kuschelschäfchen stricken kann. Du brauchst dazu 100% Filzwolle, 50 Gramm, 50 Meter, einen 8er Stricknadel, Rundstricknadel und ein Rundstrickspiel. Und alles andere erfährst du im Video. Ich habe hier verschiedene Schäfchen gemacht. Ich habe bestimmt schon 10, 12 Stück gemacht. Alle in verschiedenen Farben. Und es gibt mehrere Teile zum Stricken. Wir stricken einzeln vier Beine. Dann wird der Körper gestrickt. Wir müssen den Kopf stricken. Zwei Ohren. Den Puschel machen wir nachher dran, wenn alles verfilzt ist und ein Schwänzchen. Und man kann es nach Lust und Laune besticken, wie ich das hier gemacht habe. Wir fangen an mit einem Bein, weil es am einfachsten geht. Ich habe schon mal eins fertig gemacht. Die Farbwahl ist euch dann überlassen. Ich habe jetzt mit einer braunen 100% Filzwolle angefangen und dazu habe ich Bambusstricknadeln in der Größe 8. Und dann nehmen wir erstmal die braune Filzwolle. Für die Beine brauchen wir jetzt erstmal einen Knäuel braun und einen Knäuel hell. So, dann schlagen wir 18 Maschen an. Das habe ich euch schon im anderen Teil gezeigt, wie man Maschen anschlägt. So, das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir haben jetzt 18 Maschen auf einem Stock, Strickstock. Und jetzt tun wir dann immer 6 Maschen auf eine Nadel. 2, 4, 6. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 6. So, jetzt schließen wir die Runde. Und zwar nehmen wir dann einfach die losen Fäden und machen einen Knoten hinein. Das hält dann prima. Das stört uns auch dann nicht beim Filzen oder beim Weiterstricken. So, ich weiß, normalerweise strickt man ein Spiel mit 5 Nadeln. Es geht aber auch mit 3 Nadeln plus eine, mit der man strickt. Man ist viel schneller. Und ich habe auch schon Kommentare gehört, die ganz verzweifelt waren. Es ist ja so anstrengend, so viele Nadeln. Also wie gesagt, ihr könnt das gern mit 5 Nadeln stricken. Ich stricke es mit 3. Gerade bei dieser Größe geht das prima und man ist viel schneller. So, auf diese gefangenen Maschen stricken wir jetzt da 7 Reihen als rundherum. Und wenn wir die 7 Reihen haben, zeige ich euch dann, wie es ganz einfach weitergeht. So, wir haben jetzt 7 Reihen gestrickt. Das zählt man dann mit der Nadel am besten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt müssen wir 3 Maschen zunehmen. Das machen wir so. Wir stricken eine Masche auf dem Stock, machen einfach einen Umschlag und stricken die anderen. So, auf jeder Nadel bitte eine zunehmen. Nehmen. So, die erste stricken wir. Wir machen einen Umschlag und stricken weiter. So. Letzte Nadel.
eine Masche stricken, einen Umschlag und wieder die Nadel abstricken. So, da wäre wieder eine Reihe fertig. Jetzt haben wir aber den Umschlag da. Erste Masche stricken. Dann kommt unser Umschlag. Den müssen wir von innen hinten einstreichen. Nicht so von vorne, sonst gibt es ein riesen Loch, sondern von hinten durchziehen und wir haben eine Masche zugenommen. Ich zeige es nochmal. Wir stricken die erste Masche, dann ist unser Umschlag, den stricken wir von hinten, also hinten einstechen, Faden drum, durchziehen, Masche ist fertig. Wie gesagt, nicht von vorne stricken, sonst gibt es ein riesen Loch und das filzt sich auch nicht zu. Das letzte Mal. Erste Masche stricken, unser Umschlag, von hinten rein, nochmal, ich zeige es, von hinten rein, durchziehen, abheben, fertig. So, in der nächsten Reihe machen wir das gleiche. Wie gesagt, das ist jetzt die 10. Reihe. Wir stricken eine Masche, legen eine drauf und stricken die Nadel. Jeder Nadel bitte wieder eine zunehmen und dann stricken wir so weiter nach dem Zunehmen, dass wir insgesamt 17 Reihen stricken. Von den gefangenen Maschen bis zum Schluss 17 Reihen. Wie gesagt, jetzt da wieder zunehmen. Jede Nadel eine. So. Und dann stricken wir munter weiter, bis wir 17 Reihen haben. Und danach machen wir dann das weiße Käppchen. Das zeige ich euch dann, wie es geht. Ich habe nun 17 Reihen gestrickt. Wir reißen den Faden ab. Und nehmen unsere helle Wolle. So, die binden wir einfach da dran. So, schieben es runter. Und stricken jetzt einmal eine Reihe Naturfarben darüber. Wir haben jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insgesamt 14 Maschen, weil wir schön zugenommen haben. Jetzt ist gleich die erste Reihe geschlossen. So. Und jetzt zählen wir. Wir müssen alle 5 Maschen zusammenstricken, also abnehmen. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt nehmen wir 2 zusammen. Das bedeutet, wir stricken einfach beide zusammen. Eine, 2 und stricken 2 zusammen. So, dann zählen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 2 zusammen. Dann haben wir die 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. Geht's weiter. 1, 2, 3, sind wir rundherum. Geht's weiter. 3 und wieder. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. Fünf,
zusammen. So, dann haben wir erstmal abgenommen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Wir haben jetzt drei Reihen gestrickt. 1, 2, 3. Nun geht es weiter. 1, 2, 3, 4, 5 gestrickt. Da wir jetzt nicht abnehmen können, weil das nur eine ist, müssen wir die mal ausnahmsweise auf die nächste Nadel machen. So. Dann nehmen wir uns Nummer 6 und 7 als Masche zusammen. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 zusammen. Und die nächsten 4 stricken wir, dann nehmen wir nichts ab. So, Nummer 4. 4 Dreier aus Fahrdeck. Jetzt fangen wir an, wir stricken eine. Wir stricken zwei zusammen. Wir stricken eine. Selbe Problem wieder. Jetzt müssen wir uns die eine Masche auf die andere Nadel rüber machen, damit wir wieder zwei zusammen stricken können. Zwei zusammen. Eine stricken. Zwei zusammen. Eine stricken. So, wir haben jetzt ja wieder da drüben eine, die nehmen wir einfach jetzt hier wieder auf die Nadel. So, die zwei müssen wir wieder zusammen machen. Zwei zusammen, eine stricken, zwei zusammen, eine stricken. So, wieder eine Reihe fertig. Das machen wir jetzt noch einmal. Wir stricken eine, wir machen zwei zusammen. Eine, wir machen zwei zusammen, jetzt geht es wieder prima, wir stricken eine, wir machen zwei zusammen und dann stricken wir die letzten beiden. Eins, zwei. So, jetzt haben wir genug abgenommen, jetzt reißen wir den Faden ab und jetzt müssen wir diesen Faden auf eine dicke Stopfnadel fädeln und dann zeige ich euch, wie man es beendet. Wir haben nun das Beinchen fertig gestrickt, haben unseren Faden, den fädeln wir auf eine dicke Nadel und dann ketten wir die Maschen ab. Einfach nur durchziehen, abketten. Nächsten Maschen. So, und die letzte auch abketten. So, schön zusammenziehen. Jetzt drehen wir das Ganze, Nadel nach innen, das Ganze gedreht, wie so ein kleiner Socken, festziehen und dann innen drinne gut vernähen, als hoch und runter und nur im hellen vernähen. Sonst sieht man das nach dem Filzen auch in dem braunen. So, nochmal. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Dann hält das auch schön. Nach dem Filzen geht sowieso nichts mehr auf. So, jetzt mal so hin und her. Und das kann man dann einfach innen drin hängen lassen. Das muss nicht nochmal vernäht werden und so. Einfach beim Filzen so lassen. Jetzt machen wir das wieder auf rechts. So, wäre wieder ein Beinchen fertig. Und davon machen wir jetzt 4 Stück. Die Farben ist euch überlassen, ob ihr jetzt mal noch ein anderes Beinchen machen wollt oder ob ihr alle 4 in Braun Natur macht. Und wenn wir das gemacht haben, zeige ich euch im weiteren Teil, wie wir den Kopf, dann den Bauch, die Ohren und die Fertigstellung machen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran, denn es ist ein wunderschönes Geschenk, gerade für so kleine Mädchen oder Jungs. Zu Weihnachten, zum Geburtstag oder wann immer man meint. Für unser Schäfchen wollen wir jetzt die Ohren stricken. Ich habe schon mal ein Ohr fertig gemacht, das ist in Braun. Die Farbwahl ist euch überlassen, also ich mag es immer, wenn es ein bisschen unterschiedlich ist.
Das andere Ohr möchte ich jetzt in Natur machen. Und dafür müssen wir 16 Maschen anschlagen. Das Anschlagen habe ich euch schon mal ausführlich gezeigt. Das ist jetzt eine ganz alte Art, wie meine Großmutter es immer gemacht hat. Das wird schön fest und sieht ganz toll aus. So, zwei Stück haben wir jetzt schon mit dem ersten Aufschlagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir haben jetzt 16 Maschen und daraus stricken wir bitte 8 Reihen. Wir haben nun unsere Reihen gestrickt. Wir stricken das ganze Schäfchen einfach nur in rechte Maschen. Und jetzt nehmen wir ab. Und zwar stricken wir die erste und dann nehmen wir zwei ab, wie vorhin. Zwei zusammenstricken. So, dann stricken wir bis hinten raus und nehmen dann wieder zwei ab. Eins, immer zwei zusammen. Zwei. Dann stricken wir eine drüber. Die erste heben wir ab, aber nur bei dieser ersten Reihe, sonst wird das zu unfest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Maschen haben wir jetzt da. Und auf diese Maschen stricken wir, bis wir auf 12 Reihen sind. Wir haben unsere Reihen nun fertig gestrickt und jetzt machen wir die Spitze von den Ohren. Und zwar nehmen wir dann immer die ersten beiden und stricken so zusammen. So. Und am Ende der Reihe nehmen wir haben noch drei auf der Nadel. Wir sticken die zwei zusammen und heben die letzte ab. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite wieder. Die ersten beiden zusammen. Wir stricken rüber, immer schön rechts. Wir stricken die letzten beiden zusammen und die allerletzte heben wir ab. Wieder wechseln. Die ersten beiden zusammen. Stricken rüber. Jetzt haben wir die beiden wieder und die letzte heben wir ab. Nochmal langsamer durch die ersten beiden durch. Wir stricken sie zusammen. So, jetzt haben wir unsere letzten drei. Die zwei zusammen, die abgehoben. Gleich haben wir es. So, jetzt stricken wir die zusammen. Die beiden und dann haben wir zwei, die stricken wir auch noch zusammen. Dann haben wir zwei. Die erste Masche bitte abheben, die zweite stricken. So, die erste Masche durch die zweite ziehen. So, und jetzt da bitte noch einmal den Faden durch die letzte ziehen. Das wäre so eine richtig schöne Spitze. Und schon abreißen, abschneiden, wie ihr möchtet, und fertig sind wir. Ich habe jetzt meine beiden Ohren fertig und ihr strickt jetzt bitte noch das zweite. Dann hätten wir die Ohren fertig. Wir haben die vier Beinchen und als nächstes werden wir dann den Kopf stricken. Wir stricken jetzt den Kopf. Das ist schon mal ein Teil davon. Das machen wir zweimal. Das sieht ein bisschen sehr kompliziert aus. Das geht aber Schritt für Schritt und das erkläre ich euch ganz, ganz einfach. Wir fangen an. Wir nehmen unsere Rundstricknadel, auch in der Größe 8, wie wir auch die Bambusstricknadeln hatten, das Spiel. Nehmen unsere helle Wolle und fangen erst einmal 12 Maschen. Zwei haben wir dann beim ersten Anschlag schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11,
12. Über diese 12 Maschen stricken wir jetzt bitte in rechts 3 Reihen. 3 Reihen sind nun gestrickt, jetzt müssen wir zunehmen. Und zwar stricken wir die erste, dann machen wir uns unseren Aufschlag, stricken noch eine und nehmen nochmal zu. Dann stricken wir bis fast zum Ende der Reihe. Dann machen wir einen Aufschlag. Wir stricken eine, einen Aufschlag und die heben wir ab. So, jetzt müssen wir am Anfang der Reihe die aufgefangenen Maschen stricken. Ihr wisst, ich habe euch schon mal gesagt, das muss man von hinten einstechen. So, sonst gibt es ein Riesenloch. Also das sind verdrehte Maschen. So, das machen wir. Dann bitte viermal. Viermal in jeder zweiten Reihe so zunehmen, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Ich wechsle noch einmal. Jetzt, wie gesagt, von hinten einstechen. So, das hätten wir jetzt einmal gemacht. Zeige ich noch einmal. Wie gesagt, die erste stricken, dann einmal umschlagen. Stricken, ganz langsam einmal umschlagen und wieder stricken. Dann stricken wir bis hinten aus, machen die verkehrten, die verdrehten Maschen in den Umschlägen und das machen wir insgesamt jetzt bitte viermal. So, zweimal habe ich es jetzt schon fast. Unsere Maschen haben sich jetzt ganz schön vergrößert. Wir haben jetzt 28. Maschen für den Kopf. Wir haben viermal zugenommen, zwei vorne und zwei hinten jeweils in der Reihe. Und jetzt stricken wir darauf 6 Reihen. Einfach 6 Reihen jetzt mal. Für die, die es noch nicht genau wissen oder die anderen Sachen angeguckt haben von mir, möchte ich noch mal zeigen, wie einfach man kraus rechts, so heißt die Strickart, zählen kann. Ihr seht aber hier die Wellen. Ich sage euch, was sind Wellen. Dann zählt ihr hier 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das sind immer zwei Reihen, wenn man hier die Wellen sieht. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Reihen hätten wir schon. Und wie gesagt, jetzt stricken wir erstmal 6 Reihen hier oben drüber, ohne zuzunehmen. Wir haben jetzt unsere 6 Reihen gestrickt und jetzt müssen wir vorne eine abnehmen und zwar stricken wir dann wieder beide zusammen. So, stricken einmal durch und nehmen hinten auch wieder die letzten 2 und 3 zusammen ab. Und darauf stricken wir wieder 6 Reihen gerade hoch. Also unser Kopf wächst. Und aus diesem Kopf, aus den ganzen Teilen von dem Schäfchen, wie gesagt, hier die beiden wieder zusammen, jetzt abheben, von dem Schäfchen kann man auch prima einen ganz, ganz tollen, knuffigen Löwen machen. Das sind fast genau die gleichen Teile, man nimmt dann nur eine andere Farbe und arbeitet das fertig aus. Und wenn ihr Interesse habt, dann zeige ich euch auch noch, wie man einen wunderschönen Kuschellöwen machen kann. Wie gesagt, 6 Reihen jetzt da drauf stricken. Und das machen wir jetzt erst einmal. Wir haben jetzt unsere Reihen gestrickt und jetzt müssen wir wieder abnehmen. Wir stricken die erste und die ersten beiden dann wieder zusammen. Und dieses Abnehmen bedeutet, wir stricken jetzt immer nur am Anfang der Reihe die Maschen zusammen. Das machen wir so lange, bis wir nur noch 18 Maschen auf der Nadel haben. Wie gesagt, immer nur eine abnehmen, das bedeutet zwei zusammen stricken am Anfang der Reihe. Ich zeige es noch dann einmal und dann stricken wir so weit, bis wir 18 Maschen haben. Wie gesagt, jetzt erstmal einmal drehen. Wir sind am Anfang der Reihe, eine stricken, zwei zusammen, ganz langsam nochmal in beide hinein, Faden drum. Durchziehen, haben wir eine abgenommen. Wie gesagt,
Bitte jetzt da so lange stricken, bis wir nur noch 18 Maschen haben. Wir haben jetzt bis auf 18 Maschen abgenommen. Und jetzt gleiches Spiel noch einmal. Wir nehmen vorne 2 ab. 1, 2. Und dann nehmen wir hinten nochmal 2 ab. Nein, nicht zu viel. 2 zusammen. 2 zusammen. Umschlag. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32. Und jetzt stricken wir bitte nochmal bis auf 40 Reihen gerade hoch. Also insgesamt brauchen wir 40 Reihen. Einfach immer rechte Maschen, ohne jetzt irgendetwas abzunehmen. Das sind insgesamt 40 Reihen haben. Wenn ihr euch jetzt mal um eine Reihe vertan habt oder so, das ist alles nicht schlimm, das fällt gar nicht auf. Strickt einfach hoch auf 40 Reihen und dann ketten wir langsam ab. Und das Teil für den Kopf ist fertig, was wir dann zweimal brauchen. Wir haben jetzt unsere Reihen fertig gestrickt und jetzt ketten wir ab. Und zwar, wir stricken eine, wir stricken noch eine und ziehen die erste Masche über die zweite. Das ist eine abgenommen. Wir nehmen 4 Stück ab. 2, nochmal langsam, eine stricken. Wir haben beide auf der Nadel und ziehen die hintere über die vordere. Jetzt haben wir 3 abgenommen und das ist Nummer 4. So, jetzt stricken wir auf die andere Seite. 3 das Ganze. Und nehmen wieder 4 Stück ab. Erste abheben, wichtig, sonst wird es zu wabbelig. Eine stricken, die hintere über die vordere ziehen. Eine stricken, die hintere über die vordere ziehen. Jetzt haben wir 3. Jetzt haben wir 4. Wir stricken nach vorne. Wieder die erste abheben. Eine stricken, die hintere über die vordere. Wieder stricken, die hintere über die vordere. Stricken, die hintere über die vordere. Die hintere über die vordere. Die hintere über die vordere. Wir reißen den Faden ab. Und dann nehmen wir den Faden noch einmal und ziehen den durch die Nadel, durch die Masche durch mit der Nadel und ziehen es fest. Und unser Kopf ist fertig. Das macht ihr jetzt bitte noch einmal, dass wir 2 Teile haben. Von unserem Schäfchen wollen wir nun den Bauch stricken. Und das zeige ich euch nun, wie einfach das doch ist, wenn man weiß, wie es geht. Wir brauchen unsere Rundstricknadeln in der Größe 8, unsere 100% Filzwolle. Und schlagen erstmal 30 Maschen an. 2 haben wir beim ersten Mal, wie die Maschen 28, 29, 30. Über diese 30 Maschen stricken wir jetzt da bitte eine Reihe rechte Maschen. Der ganze Bauch wird in rechten Maschen gestrickt. Das machen wir jetzt erst einmal. Die erste Reihe ist jetzt gestrickt und jetzt müssen wir zunehmen. Wir stricken 3 Maschen. 1, 2, 3, machen einen Umschlag. Wieder 3. 1, 2, 3, einen Umschlag. 1, 2, 3, einen Umschlag. 1, 2, 3, einen Umschlag. Und das machen wir bitte bis hinten hin. Immer 3 Maschen stricken, einen Umschlag. Wir haben jetzt die Reihe durchgestrickt. Alle 3 Maschen haben wir einen Umschlag gemacht, um eine Masche zuzunehmen. Jetzt stricken wir die erste Masche, zweite, dritte. Dann haben wir unseren Umschlag. Und wie gesagt, einen Umschlag muss man immer von hinten einstechen und in rechts stricken. Verdrehte Maschen sind das, sonst gibt es ein Riesenloch. Da haben wir schon wieder den Umschlag. Von hinten einstechen, rechte Masche, fertig. Wir stricken jetzt bis vorne hinaus. Und dann
machen wir diese Zunahme insgesamt dreimal, also alle drei Maschen einen Umschlag und von hinten die Reihe den Umschlag von hinten einstechen und die rechte Masche stricken. Wie gesagt, dreimal. Dann sind wir dann auf 57 Maschen etwa. Und das machen wir dann bitte erstmal. Und auf diese 57 Maschen strickt ihr dann bitte 10 Reihen. Und dann geht's weiter. Nun, wie gesagt, wieder drehen. 1, 2, 3 und einen Umschlag. Dreimal bitte insgesamt zunehmen und dann 10 Reihen drauf. Wir haben jetzt insgesamt 18 Reihen gestrickt, haben auf der Nadel nach zweimal zunehmen 57 gehabt, nach dreimal zunehmen 67. Falls ihr ein, zwei, drei Maschen mehr oder weniger drauf habt, das macht alles gar nichts. Das ist individuell und das fällt dann nach dem Filzen gar nicht auf. So, jetzt haben wir 18 Reihen. Jetzt nehmen wir noch mal zu, aber nur einmal hinten und einmal vorne, einen Umschlag vorne und stricken die Reihe zu Ende. Gleichzeitig möchte ich aber auch mal zeigen, wie man noch eine andere Farbe, wie so ein Fleck in Feldern, mit einbringen kann. Wir stricken ungefähr bis in die Mitte. Weil ich mag es immer ganz gern, wenn noch ein bisschen was zusätzlich im Scharf ist, ein Muster oder so. Und das kann man eigentlich immer gut gebrauchen, wenn man weiß, wie man Farbwechsel macht. Also wir haben jetzt ungefähr die Mitte, ein bisschen weniger. So, wir nehmen jetzt eine andere Farbe. Ich habe hier noch einen Rest dunkelbraun und den knote ich einfach mal hinten an die Natur dran. So, ziehe es fest. So, jetzt nehme ich mir den braunen Faden und stricke da so 1, 2, 3 Maschen auf der rechten Seite, was wichtig ist. Dann nehme ich mir den Faden von hinten, den hellen, und verdrehe den mal, so dreimal, und stricke dann weiter. 1, 2. Und dann gucke ich mir das an auf der anderen Seite und ziehe das fest, dass ich ein bisschen Spiel habe, weil das ja auch dann gefilzt wird. So, dann stricke ich weiter. Sind dann 69 oder 70, 71, wenn es mal nicht so geklappt hat. Wenn man von alle vielleicht eine vergessen hat zuzunehmen, das ist alles gar kein Problem. Der Braun. Und da muss man ziemlich unregelmäßig zunehmen, sonst wird es ja kein schöner Fleck. So, ich habe jetzt einfach mehr zwei Maschen, nehme ich jetzt mehr zu. Jetzt muss ich den Faden nach hinten legen. Ich verdrehe es wieder. Eins, zwei, dreimal. Dann habe ich die braunen oben. So. Den muss ich mir jetzt nach vorne legen, sonst kann ich ja keine rechte Masche machen. Dann stricke ich eins, zwei, drei. Die von vorne, die Maschen natürlich auch, die ich schon in dunkelbraun habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier nehme ich mal 3 zu, gerade wie wir den Fleck dann brauchen. So, jetzt lege ich wieder den Braun nach hinten und verdrehe es wieder. Einmal nach hinten, einmal nach vorne verdrehen, dass ich dann keinen Knoten in meine Wolle kriege. So, den Faden nach vorne, damit ich meine rechte Masche stricken kann. 1, 2. Dann lege ich mir das hin und ziehe meinen Faden wieder schön auseinander, dass es dann beim Verfilzen nicht hinten spannt. Wenn es dann nach dem Filzen hinten spannen sollte, dann schneiden wir die Fäden nach dem Filzen auf jeden Fall einfach auf, dass es dann so verfilzt, dann gibt es keine Löcher mehr. So, und jetzt stricken wir nach vorne. Und dann könnt ihr mit oder ohne Fleck am Anfang die
noch nicht so geübt sind beim Stricken, würde ich das alles ganz einfarbig machen. Und die mit Fleckstricken, die sollen sich überlegen, immer mal 1, 2, 3 zunehmen, dann wieder 1, 2, 3 abnehmen, wenn sie meinen, der Fleck ist groß genug. Und wir stricken jetzt insgesamt auf diese Nadel 40 Reihen. Alles komplett. Von hier unten. Insgesamt 40 Reihen gestrickt. Ich habe also, weil ich es schön finde, noch einen braunen Fleck reingestrickt. Das müsst ihr aber nicht, nur wenn ihr Lust habt. Ich möchte noch einmal die Rückseite zeigen. Man spannt ja den Faden, das hatte ich gezeigt. Und wenn man soweit ist, dann zieht man die Fäden nochmal so fest, damit die Maschen kleiner werden. Bei jedem Faden hinten und vorne muss gezogen werden. Man kann, wenn man möchte, diese Fäden vor dem Filzen in der Mitte durchschneiden und mit dem unteren Faden verknoten. Oder man zieht es gut fest, filzt es dann und schneidet es dann einfach auf, auch in der Mitte, lässt die Fäden einfach hängen und gut ist es. Das geht aber nur bei gefilzten Sachen, wenn man jetzt einen Pulli stricken möchte oder so, darf man das auf gar keinen Fall machen. Oder man vernäht jeden einzelnen Faden per Hand ganz akkurat, damit ja kein Loch entsteht. So, jetzt habe ich alle gleich glatt gezogen und fest. So, als nächstes nehmen wir unser Strickteil und stricken jede fünfte Masche zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, dann wieder 2 zusammen. 2 zusammen. Ich zeige es nochmal. 1, 2 nehmen, ein Umschlag durchgezogen zusammen. Und so machen wir die ganze Reihe jetzt. 5 stricken, 2 zusammen. Und dann stricken wir auf dieses Strickteil nochmal 6 Reihen und dann nehmen wir weiter ab, dann ist der Bauch nämlich bald fertig. Die 6 Reihen sind nun gestrickt, jetzt muss er wieder abnehmen. Diesmal stricken wir 3 Maschen, 3 und nehmen 2 zusammen. 3 und 2 zusammen und das machen wir so lange, bis wir hinten sind. Dann stricken wir eine Reihe darauf und nehmen nochmal 3 Maschen stricken, 2 abnehmen. Wir haben jetzt zweimal 3 Maschen gestrickt und 2 zusammen gestrickt. Das haben wir beendet. Darauf stricken wir noch einmal 3 Reihen rechte Maschen. Das habe ich schon gemacht, damit es etwas schneller geht. Und jetzt müssen wir weiter abnehmen. Wir stricken 2 Maschen und 2 zusammen. 2 Maschen und 2 zusammen. Darauf stricken wir dann noch eine Reihe und machen das gleiche noch einmal. Wie gesagt, 2 Maschen stricken, eine zusammen. Dann stricken wir noch eine Reihe darauf und dann ketten wir die ganze Reihe komplett ab und lassen einen längeren Faden hängen. Das zeige ich dann aber noch mal kurz. Nun haben wir fertig abgenommen und ketten nun die Maschen ab. Wir stricken eine Masche, wir stricken die zweite und ziehen die hintere über die vordere. Wir stricken eine Masche, stricken die hintere über die vordere. Wir stricken eine Masche, die hintere über die vordere gezogen. Und das machen wir bitte so lange, bis die Reihe zu Ende ist. Und dann bitte einen langen Faden dran lassen. Den brauchen wir dann zum Vernähen. Und zum Zusammenziehen. Strickteile mit der Filzwolle für das Schäfchen sind nun fertig. Und jetzt für die, die gerne noch so ein Ornament mit rein sticken wollen, zeige ich nur mal kurz, wie man so etwas macht. Und zwar, wir nehmen unser Bauchteil, klappen es auseinander, ziehen uns das schön. Wir haben einen Rest Wolle in Grün. Und ich nehme für die Blüten lila
eine dicke Nadel und den Faden bitte doppelt, dann geht es einfach schneller und sieht schöner aus. Wir stechen von hinten hinein und machen jetzt erst einmal unser Stiel und unsere Blätter. Man kann sich das so vorstellen, dass wir so hochsticken und zwar so von außen nach innen und ziehen es raus. So. Und das machen wir weiter, immer Stückchen für Stückchen. Und schön locker das lassen. Und in die Richtung, die wir brauchen. Wer da sehr ungeübt drin ist, kann sich als Vorlage auch ein Blatt Papier nehmen, eine Blume drauf zeichnen, das mit Stecknadeln auf unser Strickteil feststecken, die Blume so nachsticken mit dem Papier, nachher das Papier ausreißen, ganz vorsichtig. Und waschen. Und dann ist das Papier auch verschwunden oder man macht die letzten Fäden ein bisschen ab. So, jetzt haben wir gleich einen Stiel. So, und wenn der Stiel dann ganz fertig ist, dann zeige ich euch das Blatt. Mein Blütenstiel ist nun fertig. Jetzt mache ich noch ein Blatt daran, auch wieder doppelten Faden. Ihr sucht euch aus, wo euer Blatt sitzen soll. Und dann ziehen wir das immer so. So, fixieren es. Das heißt zweimal rein. So, und das Blatt geht dann wieder zurück, so großzügig gezogen. So. So, dann gehen wir wieder rüber. Wieder zweimal einstechen. So, und nochmal nach vorne. Komm hier raus. So, dann haben wir ein Blatt fertig. Und damit wir das einmal dann fixieren, drehen wir es. Und machen da einmal in der Mitte so hoch und runter. Das verfilzt sich dann wunderbar. Nähen das einfach in der Mitte noch mal ein bisschen fest. So. Die Rückseite. Ziehen die Nadel durch und schneiden es dann ab. Das war es dann schon mit dem Blatt. Nun fertigen wir noch die Blüte. Dazu habe ich einen lilanen Faden auf die Nadel gemacht. Wir fangen von hinten an, ziehen es raus, fangen unser erstes an und zwar stechen wir von vorne nach hinten und kommen da wieder raus. Dann nehmen wir den Faden und wickeln den ein paar Mal über die Nadel und ziehen es vorsichtig durch. Das gibt dann so ein schönes Knötchen für die Mitte. So. Seht ihr es? Und das ist jetzt unsere Mitte. So, und jetzt machen wir noch die Blütenblätter dran. Einmal so rundherum, wie so eine Aster. Einfach so groß die Blütenblätter. So, einmal, zweimal. Und das machen wir jetzt da rundherum. Seht ihr? Und dann gehen wir rundherum und machen so viele Blütenblätter, wie wir schön finden. Unsere Blume hat jetzt ihre ersten Blütenblätter und damit die ein bisschen kräftiger werden, weil wir ja nur einmal gezogen haben, ziehen wir jetzt da noch einmal bei jedem Blütenblatt einen weiteren Faden hin.
außen in die Mitte. Seht ihr, dann wird das schön kräftig. Wir drehen es, dann haben wir das nächste Blatt. Von außen in die Mitte. So, von außen in die Mitte. Und dann ist unsere Blume schon fertig. Den Rest vernähen wir auf der anderen Seite oder schneiden es einfach ab und machen dann mit dem Rest einen Knoten. Und schon ist unsere Blume auch fertig. Wir möchten jetzt unseren Kopf fertigstellen. Dazu muss der Kopf noch die Augen bekommen. Wir nehmen die Nadel mit dem doppelten Faden wie bei der Blume, suchen uns unsere Stelle, die wir brauchen und sticken jetzt einfach ein V in den Kopf. Wir suchen uns die Stelle, wir ziehen es nach unten, fixieren es. Von hinten nach vorne gestochen, ganz kurz, ziehen es runter. So, und jetzt ziehen wir es nach oben. So, das sieht dann immer so unschön aus, als machen wir es nochmal hier rein, kommen da raus. Stechen es wieder nach unten. Doppelt sieht es einfach schöner aus nach dem Filzen. Von unten nach oben. Und wieder hoch. Und dann brauchen wir es nicht mehr nach vorne stecken, sondern einfach nach hinten. Und vernähen das ein wenig. Einfach rein und raus. Und gut. Abschneiden. Dann machen wir das zweite Auge noch auf die andere Seite. Ich zeige jetzt noch die Nasenlöcher. Dasselbe wie bei der Blume. Wir gucken, wo wir es dahin haben wollen. Wir kommen nach vorne aus. Stechen von vorne nach hinten, etwa auf dem gleichen Fleck, wo wir angefangen haben. Und wickeln jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ihr wollt noch mehr, das liegt dann bei euch. Und dann ziehen wir die Nadel durch das durch. Geht manchmal ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Und ziehen es durch. Und dann kriegen wir ein wunderschönes Nasenloch. So. Wir nähen es fest und ziehen es uns in Form. So, können wir noch ein bisschen mit dem Faden festnähen, so wie wir das wollen. Und dann machen wir noch das zweite Nasenloch fertig. Wenn es fertig ist, auf der Rückseite gestochen, verknotet, abschneiden, fertig. Die Gesichtshälfte ist jetzt fertig gestickt. Wir nehmen unser zweites Teil, legen es unten drunter, schön aufeinander. Und jetzt müssen wir die zwei Teile zusammenkriegen mit den Ohren. Und das ist wichtig, dass wir sie nur zusammenziehen, damit das nicht so eine unschöne Naht ist. Und zwar bedeutet das so, wir machen sie erstmal zusammen, wir stricken, nähen hin und her. Mit einem Faden diesmal ist wichtig, weil mit zwei lässt sich es furchtbar schlecht einbringen. So, der Anfang ist gemacht. Jetzt gucke ich, wo möchte ich meine Ohren hin haben. Die Ohren sind auf dem Kopf gestellte Dreieck. Die nehmen wir so zusammen. Seht ihr das? Hier zusammengeklappt. So, und dann kommen die doppelt genäht hier hinein, innen hinein, und die nehmen wir jetzt rein. Die nehmen wir so, schön hinein, dass wir alle Teile haben, einfach hoch, runter, eins zurück, vorne wieder raus, schön fest. Hier ist unser Faden. Wir gehen etwas zurück, stechen nach unten, gehen ein bisschen vor und ziehen es raus. So, jetzt haben wir gleich das erste Ohr drin.
Das verfilzt auch dann noch schön. So, und dann zeige ich euch, wie wichtig es ist. Ihr seht, die Teile schön übereinander. Die Bäckchen. Das Ohr hängt jetzt schon. Seht ihr, wie goldig das aussieht? So, und jetzt nehmen wir so das Teil und ziehen die nur vorsichtig aneinander. Seht ihr das? Immer vom unteren Teil zum oberen Teil und nur ein bisschen zusammen geheftet, sonst gibt das eine ganz unschöne Naht. So. Und das machen wir jetzt da mit rundherum. Als Hilfsmittel kann man auch, damit das nicht verrutscht, die Bäckchen und hier unten vielleicht einfach nochmal eine Sicherheitsnadel reinmachen. Und dann rundherum festnähen. Und vergesst nicht, wir haben ja noch unser zweites Ohr. Unten ist die Spitze. Wir nehmen es oben zusammen und setzen das hier auf die andere Seite mit rein. Und nähen das so. Und bitte beachtet, wir nähen nur bis zum Oberkopf. Diese Stelle lassen wir frei, weil vor dem Filz den Kopf müssen wir befüllen und wir wollen ja auch noch einen Puschel dran häkeln. Und das zeige ich dann später. Also jetzt nehmen wir erstmal den Kopf zu und machen beide Ohren hinein. Unser Bauch hat jetzt die Blume bekommen und den nähen wir auch so zusammen, wie ich das beim Kopf gezeigt habe. Wenn man so eine lange Schlaufe hat vom Maschenfang, schneidet man das einfach hier so auf, ein kurzes Teil, ein langes. Und dann kann man das wieder zum Vernähen benutzen. Wir ziehen die Teile so zusammen wie vorhin in unserem Kopf. Das kleine Teil hier hinten, wo weniger Maschen sind, das bleibt auf. Ansonsten diese Seite schließen wir hier komplett, weil hier vorne dran dann unser Kopf kommt. Das machen wir dann noch. So, und dann zeige ich euch den Kopf. Den habe ich jetzt geschlossen. Beide Ohren sind dran. Hier oben ist noch auf. Er ist bestickt mit dem Gesicht. Und jetzt muss ich den Kopf vorher füllen. Und zwar habe ich dazu Füllwatte und den fülle ich. Der darf bloß nicht zu prall gefüllt werden, weil ja das Ganze so 30 bis 40 cm noch schrumpft. Also nicht prall füllen, der wird dann auch fester. So. Und wenn wir den gefüllt haben, zwar mit dieser Füllwatte, also ich kaufe es nicht im Bastelgeschäft, die Füllwatte, weil ich finde es ist einfach wahnsinnig teuer. Ich gehe in ein Geschäft, dänisches Bettenlager, NKD, wo es gerade passt, und gucke nach normalen Kissen. In 40x40 oder 80x80, die kriegt man manchmal für 3, 4 Euro. Einfach nur in einem Inlet, dann schneide ich das auf und dann benutze ich das. Das ist viel günstiger. Manchmal bekommt man sogar ein ganzes Bettenset für ein paar Euro im Angebot. Und das ist wunderbar, um die Sachen zu füllen. So, ich glaube, das war sogar schon ein bisschen viel. Das reicht. So, jetzt haben wir es gefüllt. Den Rest. Also wir füllen auch die Beine. Die Beine werden dann an den Bauch genäht. Der Kopf wird dran genäht. Ich dann nochmal so, also die Beine auch nicht sehr feste füllen, weil die auch noch extrem schrumpfen. Hier, das können wir auch wieder zum Annähen benutzen. So, und jetzt zeige ich euch gerade nochmal den Kopf und dann müssen wir den Puschel dran machen. Und zwar brauchen wir dazu eine große Häkelnadel. Wir nehmen beide Seiten auf die Häkelnadel und jetzt überlegen wir. Entweder ihr macht den Puschel hier oben, also ich nehme da immer Franselwolle, Puschelwolle, sage ich immer dazu. Ihr könnt aber auch den Rest von der Filzwolle nehmen. Ich habe mich jetzt für die Farbe entschieden. Häkelschule hatte ich auch schon eingestellt. So, wir nehmen den Faden, ziehen es durch. Und das Besondere jetzt daran ist, die Puschel gehen ganz einfach. Wir machen 12 Luftmaschen. 2, 3, 4, 12. Und dann machen wir das als Schlaufe. Wir stechen in genau dasselbe wieder ein, machen eine feste Masche. So. Und dann machen wir das gleiche wieder. 1, 2, 3, 4, 12,
13, 14, 15. Also ich mache es immer durcheinander. Also zwischen 10 und 16 Luftmaschen nehme ich immer, dass es unterschiedlich lang wird und das richtig schön wild wird und ganz viele aneinander. Und damit mache ich den ganzen Kopf jetzt dazu hier oben. Und dann kommt der Kopf an den Bauch. Das zeige ich euch als nächstes. Der Bauch ist jetzt auf der langen Seite geschlossen, unten auch. Das Schmale ist noch offen, damit wir es dann nach dem Filzen füllen können. Ein Bein habe ich jetzt schon mal gefüllt und jetzt zeige ich euch, wie ihr das annäht. Man nimmt sich so die Unterseite. Hier ist die Naht, wie man sieht. Und dann nimmt man das Bein, hält es so dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Faden ist schon festgenäht am Bein und dann gehen wir so rein. Eine Seite rein, Bein wieder raus. Und alles rundrum und dann schließen wir das Bein rundrum im Uhrzeigersinn, nähen wir entlang. Ziemlich enge Stiche, dass das gut verfilzt. Alles rundrum. So. Und das macht ihr dann bitte bei allen vier Beinen. Jetzt zeige ich aber auch noch gleich, wie wir den Kopf anbringen. Das ist die Vorderseite, die wir geschlossen haben. Das ist unser Kopf. Den Puschel habe ich jetzt angehäkelt. Ihr braucht gar keine Fäden vernähen von der Filzwolle. Die lasst ihr einfach hängen. Die verfilzen sehr schön in der Waschmaschine und nachher wird alles einfach nur abgeschnitten. So, wir nehmen uns eine Restwolle von einzelnen Farben, sonst sitzt es zu dick, Knoten rein. So, und dann muss der Kopf so draufgelegt werden. Eine Hand innen rein. Dann gucken wir, wie hoch wollen wir ein Sitzen haben. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Und dann gehen wir hier rein. Denken uns einen Kreis. Und nähen den Kopf genau wie das Bein rundherum an. Immer so Stückchen für Stückchen. Das ist ein bisschen komplizierter. Einen schönen großen Kreis, sonst ist das sehr, sehr wackelig. Und das schließen wir dann rundherum. Seite, weil das Schäfchen braucht ja noch ein Schwänzchen. Wir nehmen wieder einen Rest von der Wolle, gehen hier rein direkt. Hier ist die Naht, hier ist oben. Wir gucken genau, dass wir die entgegengesetzte Seite finden und machen uns erstmal eine Grundlage für den kleinen Schwanz. Häkeln. So, wir gehen ein paar Mal rein, ziehen die Masche, wieder rein und ziehen die Masche. So, jetzt können wir häkeln, ein paar Luftmaschen, 15 ungefähr, und häkeln da feste Maschen, zwei, drei Reihen drauf. Gehäkelt. Wart ihr wirklich großartig, dann ist euer Schäfchen 99% fertig. Dann muss das große Teil in die Waschmaschine. Und zwar, wenn ihr zu Hause habt, ganz toll wäre es so mit zwei Tennisbällen in die Waschmaschine alleine ohne andere Wäsche dazu. Ihr stellt ein Pflegeleichtprogramm ein, nicht zu kurz, also kein Kurzprogramm, ganz normales Programm, 40 Grad und wascht es durch. Zieht es danach in Form, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr sagt, ach nee, so toll ist es noch nicht gefilzt, ich möchte es noch kleiner haben oder noch fester, dann tut es nochmal in die Waschmaschine und filzt es beim Kurzprogramm nochmal mit 40 Grad, tut natürlich immer flüssiges Feinwaschmittel mit hinein. Ohne Feinwaschmittel geht es nicht. Und filzt es nochmal. Lasst es dann gut trocknen und dann füllen wir den Bauch noch und nähen es fertig zu.